Herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan. Heute blendet mich die Sonne und wir sind noch immer on Tour. Heute mega zu Düsseldorf. Wer mich kennt, der weiß, ich bin kein Riesenfan von all diesen Ketten, die so existieren. Aber hier ist ein echtes Juwel. Also falls ihr im Raum Düsseldorf daheim seid, unbedingt mal herschauen. Wir gehen jetzt mal rein, dann zeige ich euch das Ganze. So wie immer gibt es natürlich bei Megazoo nicht nur Aquaristik, sondern auch, ich denke, Hundeabteilung haben wir jetzt hier. Ja, ganz viele Halsbänder und Gewand. auch die Katzenabteilung kommt dann. Es gibt natürlich für alle Haustiere hier was zu kaufen. Aber vorrangig geht es uns jetzt um die Aquaristikabteilung. Wir schauen uns den Rest trotzdem mal an. Vielleicht finde ich ja was. Der Cat Dome ist jetzt auch bei Megazoo verfügbar. Auf unserer Deutschlandtour schlafen wir fast jeden Tag in einem anderen Hotel. Und Leute, wir haben uns nicht die besten rausgesucht, kommt mir vor. Weil ich denke, dass dieses Hundebett deutlich bequemer ist als das Bett, auf dem ich heute Nacht übernachtet habe. Jetzt sind wir in der Aquaristikabteilung und auch hier ist schon ein Regal, das ich sofort gerne habe, nämlich Glassware und Zubehör, was man halt alles so braucht. Abgesehen von Mulmglocken, da bin ich kein Riesenfan, aber hier und da braucht man die auch. Und dann haben die hier eine richtig große Aquarienausstellung. Hier gibt es sowohl leere, also ja, ohne Wasser gefüllte Aquarien, da ist cooles Hardscape drin. Das hier kommt mir bekannt vor. Ich denke, das hat ja, der Tobias gemacht, der Aquaowner. Das hier, das sieht so aus, als soll da was Neues rein. Vielleicht bekommen wir da eine Gelegenheit. Ich muss gleich mal nachfragen. Und hier sind dann Aquarien mit Wasser drin. Wirklich tolle Schauaquarien. Die sind jetzt noch nicht beleuchtet. Ich denke, wir müssen noch 10 Minuten warten. Wir gehen dann gleich eine Runde, sobald die Lampen an sind. Hier sogar so ein Paluda-System. Okay, nee, kann ich nicht aufmachen. Aber sieht doch so gut aus. Dann ist hier noch mehr Zubehör. Tollste Marke, ADA. Oh, okay, ganzer Schrank voll. Ich denke, da muss ich gleich ein wenig stöbern. Und dann gibt es hier noch eine ganz besondere, also ein ganz besonderes Regal. Flächen von ADA. Und zwar sind das die original japanischen ADA. Cabinets, da müssen wir den Manuel dann gleich einmal interviewen, wie er zu denen gekommen ist, weil ich kenne ihn nur von Instagram, von den japanischen Stores oder von der ADA-Seite selbst. Die sehen mega schick aus. Sowas würde ich mir auch im Laden wünschen, so eine tolle Präsentationsfläche für diese tollen Produkte. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Das sieht wirklich fantastisch aus. Auch mit der Glaswand in diesen kleinen Acryl-Aquarien kann man es fast schon nennen. Für die Tools und den Sand, das gefällt mir richtig gut. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Hier hinter den Schauaquarien geht es weiter mit Aquaristikabteilung. Hier gibt es die klassischen Hersteller, Juwel, JBL, Eheim, also das, was man kennt, würde ich jetzt mal sagen. Und auch hier wieder Daytime richtig toll präsentiert. Auch das haben wir im Laden noch nicht hinbekommen. Ich war am Anfang ein wenig skeptisch, aber mittlerweile bin ich überzeugt von Leuchten von Daytime, machen wirklich tolle Produkte, made in Germany, gefällt mir immer sehr, sehr gut so ein Konzept. Und wir müssen das auch in die Regale schöner integrieren bei uns, weil so macht das halt was her. Verrohrungsmaterialien, auch immer interessant. Ich weiß ja nicht, wie ist das bei euch so? Seid ihr auch auf der klassischen Schlauch- und Glassware-Seite oder eher auf der Verrohrungsseite? Ich bin ja insgesamt, wahrscheinlich auch der Einfachheit halber, eher bei Schläuchen, aber es gibt immer wieder Fragen, ob man nicht auch verrohren könnte und bohren im Aquarium und dann unten mit so einem Filter-Aquarium oder halt einfach mit einem großen Topfilter, aber halt statt den Schläuchen Rohre laufen lassen. Das ist auch richtig cool, dass die hier einfach Zubehör dafür im Regal haben. Tja, und hier sind wir dann beim Nudelwasser angekommen, Meerwasser-Aquaristik. Da kann ich euch ganz wenig dazu sagen, weil ich mich schlicht und einfach nicht gut damit auskenne. Auf jeden Fall gibt es hier auch volle Regale mit diversem Zubehör. Jetzt haben wir Aquarien schon gesehen, die schauen wir uns nachher, wenn das Licht brennt, noch genauer an. Jetzt haben wir schon Artikel gesehen, aber was haben wir noch nicht gesehen? Hardscape. Und hier hinten lachen mich schon erste Schmankerl an, das schauen wir uns jetzt an.
Okay. Darf man das? Unser Aquarell-Sortiment finden Sie nun hinten links bei den ADA-Aquarellen, okay. Aber die kann man auch kaufen, denke ich, ne? Hier liegen richtig große, schöne Brocken neben den versunkenen Flugzeugträgern. Ah, lustig. Ach so, ne, okay, das ist, sorry, das ist kein Regal, oder? Das ist nur zum Anschauen. Das ist nur zum Anschauen. Und genau. Das Regal ist dann, okay. Genau, das haben wir dann hier drüben. Okay, ich habe da was falsch verstanden. Das kann man nicht wegnehmen. Das ist Dekoration und hier kann man es dann rausnehmen. Hier ist das Regal dazu. Aber auch hier gibt es eine richtig dicke Auswahl. Viele Steinsorten, viele Holzsorten in vielen Größen und teils auch richtig viel davon da, was auch mega wichtig ist, damit man sich das Richtige für sein Projekt raussuchen kann. Keine Sorge, wir sind noch nicht in der Naga-Abteilung, es ist noch immer Aquaristik hier. Und hier ist ein ganz, ganz wichtiges Kernelement, das ich für Aquascaping fast notwendig empfinde, nämlich ein Dojo. Hier kann man seine Dekorationen, egal was, ob es ein Flugzeugträger ist oder der klassische Taucher mit der Schatztruhe, kann man hier reinstellen und schauen, wie es einem gefällt, sich das Maß nehmen von seinem Aquarium und das dann hier genauso nachbauen, wie man es haben will. Haben wir ja auch im Laden. Das finde ich einfach mega wertvoll für die Kundschaft, damit hier das realisiert wird, was man sich wirklich wünscht. So, und hier gibt es jetzt Kleinsäuger, sagt man das so? Also Häschen, Meerschweinchen, Ratten, Mäuse. Aber ich glaube keine Tiere, sondern ausschließlich Zubehör. Steht auch richtig viel rum. Darüber kann ich euch leider auch ganz wenig erzählen. Aber hier bekommt man auf jeden Fall auch passendes Zubehör dafür. So, wir sind jetzt schon wenig durch den Laden gelaufen und jetzt haben wir auch endlich Personal gefunden. Endlich. Der Manuel, magst du dich selbst vorstellen? Ich glaube, das ja. Ist natürlich. Ja, hallo, ich bin Manuel, bin jetzt hier aus dem Megazoo Düsseldorf, bin jetzt seit fast 5 Jahren in dem Laden und bin zuständig für die gesamte Aquascaping und mittlerweile auch Meerwasserabteilung. Und ja, also wenn ihr irgendwas sucht zum Thema Aquascaping, könnt ihr mich fragen oder auch sonst eigentlich alles. Ja, die Aquaristikabteilung kommt mir auch unnatürlich groß vor, oder? Also das ist schon Schwerpunkt hier in dem Laden. Genau, normalerweise sind die immer etwas kleiner, aber da wir mit dem Kollegen auch noch jemanden haben, der das seit 40 Jahren macht, haben wir da so einen speziellen Punkt draufgelegt, weil wir eben jetzt was bieten können, was nicht jeder hat. Wir wollen ein bisschen herausstechen. Wir sind ja auch in Düsseldorf. Ne? Ein ganz klein wenig sticht ihr auch heraus. Ja, also die Abteilung ist wirklich mega krass. Da sind Dinge dabei, und ich bin ja auch Fan schon seit längerem, sind Dinge dabei, die kenne ich gar nicht. Das ist wirklich beeindruckend. Auch eure Lebendtierabteilung ist wirklich endlos groß, auch größer als normal. Ne? Ja. Also bei Megazoo selber jetzt, wo wir jetzt hier gerade sind, gibt es noch natürlich größere. Aber wir waren mal so, als wir aufgemacht haben, weil wir haben jetzt ja auch 10-Jähriges. Ja, also gratuliere, da, schon im Vorhinein. Ja, vielen Dank. Ja, wir haben da schon so einen Schub bekommen. Die haben gesagt, komm, wir machen mal was Besonderes. Mhm. Wird aber auch demnächst geändert, also wir kriegen nochmal eine neue Anlage. Wir sind also gerade in der... Ach, die sieht doch gut aus, die macht ihr jetzt neu? Die kleine, die vorne ist, die machen wir auch nochmal neu, ja. Krass. Und wir sind gerade so ein bisschen in der Umbauphase, ne, auch mit dem Becken und so, da wird jetzt wieder was geändert, auch am Geburtstag. Okay. Und also kommt wieder noch mehr auf einen zu. Ne? Lässig. Ja, sehr, sehr cool. Und du selber bist ja auch Aquascaper, also auch dein T-Shirt lässt ja schon richtig ahnen. Genau. Also durch einen ehemaligen Kollegen, der jetzt beim Mitbewerber ist, Philippe, bin ich hier hingekommen, habe an einer Kasse angefangen und irgendwann sagte er, ey, du kannst ja auch, deine Aquarien sehen ja ganz schlecht aus, soll man nicht mal starten? Und dann habe ich angefangen. Ne? Auch dann war gerade so der YouTube-Hype, dass alle auf YouTube irgendwas mit Aquaristik gezeigt haben. Mhm. Und dann habe ich angefangen und wenn ich was mache, mache ich das halt extrem. Habe nämlich erst so ein bisschen im Hintergrund gehalten und nachdem er dann leider gegangen ist, war ich allein und sagte, okay, ich muss jetzt für mich was hier machen, damit ich hier meinen Frieden finde. Und dann habe ich gedacht, okay, was trifft da am besten zu, als ADA zu nehmen? Ja, und dann haben wir gedacht, das ist unser Besonderes, ne, damit, weil jeder Laden hat was Spezielles. Ja. Und ich habe gedacht, für mich das Spezielle ist ADA. Mhm. Wir haben die Fläche ja dafür, also machen wir da ein bisschen was. Ne. Und wie lange bist du jetzt schon im Hobby drin? Jetzt sind es dann fast 5 Jahre. Also ich habe so gesehen mit der Arbeit hier dann auch angefangen. Aber auch schön, ne? Ja, eigentlich das heißt, schon. Auch für dich ist dann Arbeit nicht so richtig wie Arbeit, sondern es ist halt auch immer so Hobbyanteil. Genau, richtig. Also es muss ja auch so sein, weil wenn man in der Kette arbeitet und ähnliches, Gehalt ist natürlich nicht das Beste. Und wenn das dann. Und wenn das okay, ich höre da wenig Kritik. Also hier falls Megazoo-Inhaber zusehen, ja, dann. Macht man mehr? Ja, also Gehalt ist nicht das Beste, aber dafür macht man es nicht, sondern man verbringt viel Zeit hier und ne, wenn es dann nicht dein Hobby ist, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Ja, das ja, merkt man mal Leuten, die dann mal kurz so hier reinschauen und dann siehst du die in 2 Wochen nicht mehr.
weil sie dann gemerkt haben, es ist doch nicht so meins. Und wenn du das wirklich lebst, und das macht jeder hier, also jeden, den du hier siehst, der macht das, also der hat zu Hause mindestens ein Aquarium stehen und wenn nicht sogar noch jedes andere Tier, was existiert. Okay. Und ja, das macht viel aus. Deswegen, sonst würde es nicht so aussehen, wie es hier ist. Ne? Ja, voll gut. Ja, also da merkt man schon, gutes Personal ist die halbe Miete. Ja. Ja. Und jetzt, also wir sind jetzt ja schon ein bisschen rumgelaufen. Ja. Wir haben auch schon abseits der Kamera ein bisschen gelabert. Ja. Aber wir dürfen ja heute was machen für euch. Genau. Wir haben uns mal überlegt, jetzt gibt es ein neues Modell von den Bio-Bottles, das etwas rundlicher ist. So, ja. Was man früher gesagt hat, das typische Goldfischglas. Ja. Wenn meine Kunden fragen immer so, habt ihr ein Goldfischglas, sieht so aus. Da haben wir eine Auszubildende, die ist zwar noch nicht so perfekt da drin, aber die hat Spaß gefunden. Sehr und dann gut. Wollten wir mal schauen, wer das schönere Glas macht. Ja. Das wäre einmal die Variante und natürlich haben wir auch noch... Jetzt bin ich unter Druck. Also ja. Von Challenge war noch nicht die Rede, aber okay. Ja, haben wir auch mal gedacht, können wir das auch noch. Und wir haben noch ein Hardscape, weil wir haben so Gehen wir gleich mal rüber. Ja, wir haben eine Hardscape-Galerie, sag ich mal so. Ja. Unsere Stammkunden oder die halt auch dann mal hier waren, besonders einen Laden haben oder irgendwas Besonderes sind in der Aquascaping-Szene, ja. Die sollen sich hier eigentlich verewigen. Also wenn man schaut, den Tonno, den kennt er sicher, ja, klar. Aqua-Owner, dann haben wir hier den Florian von Naturescape. Mhm. Also da hat sich schon mal der eine oder andere verewigen können. Cool. Und jetzt ist die Zeit wieder gekommen, was Neues zu starten. Das haben wir jetzt auch schon 2 Jahre hier alles stehen. Wir reißen jetzt nach und nach, wie man hier sieht, alles ab. Und dann geht es weiter. Ne? Ein paar Highlights bleiben, also auch das da hinten wird wohl bleiben. Okay. Cool. Und ja, so haben die Kunden mal wieder was zu sehen und dann ist es was Besonderes. Ne? Ja, danke, dass ich mich da jetzt auch einreihen darf. Ja. Und das hier wird meins? Genau, das wird deins. Da kannst du hier freie Verfügung. 70, oder wie ist das? 70 Zentimeter? Genau, das ist ein 70-50-50. Okay. Genau. Das ist jetzt so ein neues Set von Eheim, Clear Tank. Also die versuchen sich auch mal in Weißglas. Ja. Ja, warum nicht? Ne? Ist, sag ich mal, sowas für den Einstieg vom Preis her auch ganz gut. Mhm. Und ja, da sollte mal was Schönes haben. Okay, ja, ich werde mein Bestes geben. Ja. Die Hardscape-Ecke haben wir ja schon erkundet. Genau. Ihr habt ja auch ein Dojo. Ich miete da jetzt mal die nächsten 15 Minuten. Ja, kein Thema. Und ich habe mir hier natürlich auch wieder was super Wichtiges mitgebracht. Ein wenig Werkzeug, also eine Säge und eine Astschere und so, weil ich habe schon was im Kopf, was ich da jetzt in das Aquarium reinbauen will. So ein klassisches Naturaquarium, Ryoboku-Style, U-förmig wünsche ich mir das. Ich glaube, in so einem 70er-Aquarium passt das ganz gut. Aber die Traumwurzeln gibt es so wie immer nicht im Laden, sondern die muss man sich selber machen. Wir schneiden und sägen jetzt ein bisschen alles zurecht und nachher bauen wir das zusammen ins Aquarium. Also wir sind da jetzt im Dojo, 70 cm messe ich mir ab. Ich habe mir schon vorher was zurechtgelegt, ist natürlich deutlich zu groß. So wie immer ist ganz wichtig bei so einem Dojo, hier holt man sich die Idee. Also wir machen jetzt die Form, ich suche mir passende Stücke raus. Aber das finale Hardscape, das entsteht nicht hier, sondern das entsteht dann da drüben im Aquarium drin. So, Hardscape-Auswahl steht. Bodengrundfilme noch. Da müssen wir uns mal kurz neu orientieren. Ich weiß nicht, wo der liegt. So wie eigentlich immer, starten wir mal mit dem groben Bodengrundsubstrat, also mit dem Vulcano, als Unterlagsschicht. So ein bisschen ist er schon geformt, aber wir machen das jetzt hübsch. Vulcano nach hinten. Ganz wichtig, wenn ihr jetzt Layouts baut, die so wie das hier nicht auf der Bodenplatte stehen, sondern wirklich am Bodengrund, dass man für gewöhnlich zumindest jetzt Säul reinleert. Das Wichtige dabei ist auch, der Säul muss am Anfang vorne hineingeschüttet werden, denn wenn ihr den jetzt hinten auf das Vulcano drauf leert, dann rutscht das alles vor und dann sieht es wieder nach Kraut und Rüben aus. So, das Aquarium hat 50 cm Höhe, das ist für mich immer ein bisschen unbequem, muss alles extrem hoch werden, damit es mir gefällt. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt hin. Ich starte immer am liebsten mit den größten Elementen, in dem Fall sind es Holzstücke. Und ich habe mal vorher ein Foto geknipst, zum Glück, weil ich habe schon wieder vergessen, wie das lag. Fotos aus dem Dojo, mega wichtig. Bei den ersten Elementen müsst ihr euch immer ein bisschen Zeit lassen und wirklich auf die Ausrichtung achten. Denn wenn man mit diesen ersten großen Stücken anfängt, die anderen dazu zu packen,
Aber das war von Anfang an nicht in der richtigen Proportion zueinander, dann wird das nichts. Also deswegen die ersten großen Elemente, die müssen richtig stehen. Dazu muss ich hier jetzt nochmal ein bisschen was abschneiden. So, wir sind bei, ich würde mal sagen, 85%. Es fehlt noch Sand und Gravel. Aber das Hardscape gefällt mir ganz gut. Die Wurzeln passen wirklich toll. Es ist nur eine Sache, die stört mich jetzt noch richtig. Die große Wurzel auf der rechten Seite, die ist so wunderschön geschlungen. Aber hier hat sie eine, die leider gar nicht mitspielt, diese Gerade hier. Und die werden wir jetzt noch versuchen rauszuschneiden. Ist mir leider jetzt erst aufgefallen, nach dem Kleben. Dieses Mal ausnahmsweise Hobbyfix zum Kleben verwendet, in Schwarz. Ging jetzt ganz einfach etwas schneller, geht natürlich auch, könnt ihr auch gerne versuchen. Lässt sich verarbeiten wie Silikon, ist in so einer Druckgussflasche drin. Findet ihr auch bei uns im Webshop, finde ich, ist ganz praktisches Zeug. So, jetzt würde ich mir ein größeres Aquarium wünschen. Ja gut, das hat ja gar nicht so schlecht funktioniert. Jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Stummel, das basteln wir uns jetzt noch zurecht. Jetzt machen wir vorne noch ein wenig sauber. Bestes Werkzeug dafür, so wie immer, der Pinsel. Normalerweise würde ich jetzt den Staubsauger auspacken, aber da das jetzt hier nur Hardscape für Showzwecke wird, schenken wir uns das Ganze. Jetzt kommt Sand, ah, der schönste aller Sandsorten, ADA La Plata. Und auch wie vorher mit dem Soil, immer zuerst den Vordergrund. Und ich finde es ja so wie immer beeindruckend, wie Sand den ganzen Look vom Layout nochmal verändert. Du brauchst ein paar schöne Stücke Holz, random Steine, vollkommen wurscht, wie die ausschauen. Und schaut am Ende immer labernd aus. Ja. Bevor wir jetzt vorhin noch Aqua Gravel, also das ist so gemischtfarbiger Kies, der macht immer die gewisse Raffinesse in Layouts rein, reingeben. Kommt noch hinten ein bisschen mehr Soil, weil rechts passt fast, aber links fehlt doch noch ein ganzes Stück. Und bei dem ganzen Gebastel hier bekomme ich auch wieder Lust auf ein neues Aquarium im Laden. Leute, ich sag's euch, dieses Erschaffen aus ein paar Stücken Holz, aus ein paar Steinen, ist einfach das Geilste am Hobby. So ein schönes Layout kreieren, das macht so viel Spaß. Also ich hoffe, euch macht das genauso viel Spaß wie mir. Grande Finale, jetzt geht's an den Gravel. Der allerschönste natürlich, ADA Aqua Gravel. So, jetzt noch ein wenig pinseln. Bisschen zu viel Gravel in der Mitte erwischt. Das pinseln wir jetzt noch zur Seite. Und ich denke, was sagt ihr? Ich würde mich über Feedback in den Kommentaren freuen. Aber ich muss sagen, für so eine schnelle, ja, schnelle in Anführungszeichen, wir haben jetzt eine gute Stunde hier dran rumgespielt. Aber für meine Verhältnisse ist es mega schnell. Ist es gut geworden, das ist eine klassische Layout-Form. Gefällt mir selber immer sehr, sehr gut. Diese U-förmigen Layouts mit diesen dynamischen Holzformen. Aber wie gesagt, mich würde auch interessieren, was ihr davon haltet. Also ab in die Kommentare, wie euch das Layout so gefällt. Ein großer Stein ist jetzt auch noch dazu gekommen. Aber im Großen und Ganzen sind wir jetzt durch. Wir machen jetzt hier noch sauber und dann könnt ihr ein bisschen Details sehen. Also ich werde auch hier bei Megazoo endlos lange zur Arbeit gezwungen. Und deswegen darf ich hier jetzt noch zusammen mit der Anso so ein Bio-Bottle, neues Format, die runden Teile einrichten. Und wie ich gehört habe, ist das so eine Art Challenge. Das Ganze könnt ihr dann auf dem Megascaper YouTube-Kanal sehen. Wir verlinken das Ganze natürlich auch. Oder wie geht das? Hier oben? Oder hier oben? Ne, hier oben. Hier oben verlinken wir das. Ich sehe es euch an. Wird cool. So, wir haben jetzt viel erlebt hier beim Megazoo in Düsseldorf. Hat mir viel Spaß gemacht. Wir waren jetzt viel länger da als geplant. Vor 3 Stunden wollten wir schon weiterfahren. Aber es hat sich gelohnt. Also das Hardscape
Ja. Gefällt mir gut. Ich hoffe, es gefällt dir auch. Ja, auf jeden Fall. Das Ganze wird auch noch ergänzt mit eurem Insta-Tag. Das heißt, auch die Kunden können dann hier mal scannen und wissen dann direkt, wer das gemacht hat. Gut. Das haben wir bei den anderen auch so gemacht. Ich hätte jetzt gesagt, ich stecke die Visitenkarte rein, aber du hast natürlich die High-End-Lösung, gefällt mir auch. Ja, das ist immer eigentlich ganz praktisch. Wird auch auf jeden Fall sehr lange Zeit hier stehen. Und einmal im Jahr bepflanzen wir Becken neu und ich denke mal, das wird so das nächste vielleicht sein. Coole Sache, würde mich freuen. Ja. Okay. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch immer am Laufenden bleibt. Ja. Wenn wir uns mal wiedersehen, machen wir ein nächstes Video. Genau. Ansonsten sehen wir uns demnächst. Ja. Bis dann. Tschüssi. Ciao.